Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Optionsstrategien TV. Heute habe ich mal wieder das Flipchart herausgeholt und zwar wollen wir heute mal einer Frage auf den Grund gehen, die immer mal wieder bei uns gestellt wird, entweder per Mail oder auch hier in den Kommentaren. Und zwar wird immer mal wieder gefragt, warum werden eigentlich Optionen, die in the money sind, nicht ausgeübt? Der Frage gehen wir heute mal auf den Grund, jetzt im Video. Also, jeder hat es vielleicht schon mal erlebt, eine Option, die zu Beginn noch out of the money war, die wird plötzlich oder die geht plötzlich ins Geld und dann stellt man sich die Frage, Mensch, was passiert denn, wenn ich eine Option im Geld habe, wird die dann ausgeübt? Und plötzlich stellt man fest, die wird ja gar nicht ausgeübt. Warum passiert denn das eigentlich nicht? Und das wollen wir jetzt mal klären. Klären wir mal vielleicht überhaupt erstmal ab, was ist denn überhaupt im Geld, also in the money, damit sich gerade auch die Neueinsteiger hier darunter etwas vorstellen können. Wir können uns das mal anschauen und zwar, also angenommen, wir haben hier einen Kurs und wir haben uns entschlossen zu sagen, okay, wir verkaufen hier, warum auch immer, eine Call-Option. Und jetzt ist diese Option ja oberhalb des aktuellen Preises und die sogenannte Moneyness. Das heißt also, der, wo steht die Option, sagt, das ist, die ist aus dem Geld. Das ist also jetzt eine sogenannte OTM-Option, Out of the Money-Option. Jetzt kann es natürlich sein, und es wird auch hin und wieder mal passieren, dass natürlich der Preis hier weiter steigt. So, und plötzlich ist diese Option unterhalb des aktuellen Preises. Und wenn es ein Call war, dann ist diese Option eben nicht mehr Out of the Money, sondern plötzlich ist die in the Money. So. Wenn wir uns das auf der Put-Seite anschauen, dann sieht das nicht viel anders aus. Also angenommen, wir hätten hier einen Put verkauft. So, dann ist der out of the money. Warum? Er ist unterhalb des aktuellen Preises zu diesem Zeitpunkt. Und wenn eben dann der Preis hier runtergehen würde, dann wäre diese Option plötzlich in the money, also im Geld. Das also mal Punkt Nummer 1, um das zu klären. Punkt Nummer 2, wir müssen mal klären, was hat denn derjenige, der eine Option besitzt, überhaupt für ein Recht? Also besitzt heißt derjenige, der die Option gekauft hat. Wir sind ja mehr auf der Verkaufsseite der Optionen tätig. Das heißt, wir bekommen die Prämie, aber irgendjemand muss sie ja bezahlt haben. Und der zahlt ja nicht einfach so, sondern der erwirbt ja damit ein Recht. Und das Recht, was er erwirbt, das sieht folgendermaßen aus. Nämlich, wenn jemand einen Call gekauft hat, dann hat er das Recht, das Underlying zu diesem Preis, also wo der Strike sich dieser Option befindet, zu kaufen. Der Besitzer eines Calls hat das Recht zu kaufen. Beim Put ist es genau umgekehrt. Der Besitzer eines Puts hat das Recht zu verkaufen. So, das heißt also, wenn das hier natürlich ist, machen wir mal den Punkt, also wir nennen den hier mal Punkt A. Und der hat hier einen Call, der nach außerhalb des aktuellen Preises, oberhalb des aktuellen Preises, dann hat er das Recht, zu diesem Preis hier zu kaufen. Macht das wirtschaftlich Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. Genauso ist es beim Put. Solange der Preis oberhalb des Puts ist, macht es da Sinn, zu dem tieferen Preis zu verkaufen, seine Aktie, als hier oben? Nein, macht auch keinen Sinn. Deswegen sind diese Optionen ja auch out of the money. Wie ist jetzt aber, wenn die plötzlich hier ins Geld wandern? Ne? Dann ist es ja so, wenn wir das vielleicht einfach mal mit Zahlen hinterlegen, was weiß ich, das ist ja ein Strike von 50 und plötzlich ist der Preis bei 55. Dann könnte doch derjenige sagen, hey, jetzt kaufe ich die Aktien hier für 50, weil an der Börse kosten sie doch 55. Und wenn wir das auf der Unterseite machen, das ist vielleicht ein Put hier von 40 mal angenommen. Und jetzt geht der Preis hier irgendwie auf 35 und der sagt jetzt, bei 40 kann ich jetzt meine Aktien verkaufen und das macht ja Sinn, weil sie an der Börse bloß noch 35 kosten. Das heißt, er kann sie 5 Dollar teurer verkaufen als an der Börse. Warum passiert es aber jetzt trotzdem sehr, sehr selten, dass das gemacht wird? Man kann es nicht komplett ausschließen, aber es passiert sehr selten. Und der Grund ist, wie entsteht eigentlich der Preis oder aus was setzt sich eigentlich der Preis einer Option zusammen? Also in dem Video haben wir jetzt fast alles schon mit drin, fehlt bloß noch Volatilität. Wie kommt also der Preis einer Option zustande? Und das sind zwei Dinge. Nummer eins, das ist immer der sogenannte innere Wert. Der innere Wert einer Option, machen wir es mal ganz einfach, macht es wirtschaftlich Sinn, diese Option auszuüben? Das heißt also, wenn hier, das hier ist 45, okay? Also wenn jetzt ein 50er Call
hier steht und der Preis ist bei 45, dann hat er das Recht für 50 zu kaufen. Macht das wirtschaftlich Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. Das bedeutet innerer Wert 0. Macht es Sinn, einen 40er Put auszuüben? Das heißt, du darfst die Aktien für 40 verkaufen, an der Börse kosten sie aber 45. Macht also wirtschaftlich keinen Sinn, deswegen auch hier bei dem Put innerer Wert 0. Solange also Optionen out of the money sind, haben sie einen inneren Wert von 0. Erst wenn sie dann ins Geld laufen, also diese ITM-Optionen hier, die hätten dann einen inneren Wert. Und zwar zum Beispiel jetzt hier bei 35, 40er Put, der Preis ist bei 35, wäre ein innerer Wert von 5. Macht uns das mal so hier. Innerer Wert 5. Und hier oben, ist leicht gemacht, ne? Gut zum Rechnen, auch innerer Wert 5, weil wenn eben der Strike 50 ist, du darfst die Aktien für 50 kaufen und sie ist bei 55, dann hast du einen inneren Wert von 5. Wenn das der einzige Preisinhalt wäre, dann würde es natürlich Sinn machen, die Optionen auszuüben. Aber das ist es natürlich nicht, denn es gibt noch eine zweite Komponente, die schreibe ich mal hierher. Und das ist der sogenannte Zeitwert. Ihr wisst ja, jede Option hat eine gewisse Restlaufzeit. Das kann von ganz kurz, wenigen Tagen oder Stunden, bis zu mehreren Jahren sein. Und das heißt, dieser Zeitwert ist natürlich in der Option noch enthalten. Und deswegen werden diese Optionen hier immer mehr kosten als eben nur diese 5 Dollar. Und wenn die jetzt mal angenommen, wir machen mal, nehmen wir mal kurz eine andere Farbe mit dazu, auch wenn es nur schwarz ist, mal angenommen, dieser Put kostet jetzt hier 6,50 Dollar. So, dann wäre 1,50 Dollar dieser Zeitwert. Und wenn derjenige jetzt, der den Put hat, wenn der diese Option jetzt ausüben würde, was passiert dann? Er darf sofort die Aktien für 40 verkaufen. Und damit erzielt er einen risikofreien oder erzielt einen Gewinn von 5 Dollar, weil ja die Preise schon bei 35 sind. Aber da seine Option 6,50 Dollar kostet, verzichtet er ja auf 1,50 Dollar Zeitwert. Der wäre weg, weil wenn er die Option ausübt, hört sie auf zu existieren und der Zeitwert ist verschwunden. Und genauso ist es natürlich, wäre es beim Call auch. So, und das ist der Grund, warum ganz, ganz selten Optionen wirklich ausgeübt werden, sondern gerade bei Puts fast immer erst am Ende der Laufzeit. Bei Call-Optionen im Aktienbereich kann es mal ein bisschen eher sein, dass sie ausgeübt werden. Und das liegt daran, machen wir auch hier ein kurzes Beispiel. Angenommen, die Option würde 5,40 Dollar kosten, aktuell. Dann wissen wir, innerer Wert 5, die 40 Cent wären dann Zeitwert. Und jetzt gibt es einen einzigen Grund, warum es sich hier lohnen kann, die Option eher auszuüben. Und das ist die Dividende bei einer Aktie. Wenn also diese Aktie beispielsweise eine Dividende ausschütten würde von, sagen wir mal, 1 Dollar. Okay? So. Wer bekommt die Dividende? Dividenden bekommen immer nur die Besitzer der Aktien, nicht die Besitzer von Call-Optionen, auch wenn sie im Geld sind. Das spielt keine Rolle. Du musst die Aktie wirklich selber haben. Und hier kann es jetzt passieren, dass derjenige einfach mal rechnet und sagt, hey, ich könnte jetzt die Aktien hier für 50 kaufen, dann mache ich diese 5 Dollar gut, verliere zwar die 40 Cent Zeitwert, aber habe dann hier diesen 1 Dollar Dividende dazu bekommen und dann kann es passieren, dass er diese Option ausübt. Auf der Unterseite wird das natürlich nicht passieren, weil wenn du eine Aktie verkaufst, kriegst du keine Dividenden mehr. So, und das ist einfach der Grund, warum wirklich auf der Oberseite, also Calls, ab und an mal ausgeübt werden, wenn Dividendenzahlungen anstehen und auf der Unterseite Puts sehr, sehr selten. Man kann es nicht zu 100% ausschließen, gerade wenn dann zum Ende der Laufzeit hin der Zeitwert nur noch sehr, sehr klein ist, gibt es doch den einen oder anderen, der mal sagt, okay, ich drücke mal auf die Taste und übe das Ganze aus. Ausüben darf ja immer nur der Besitzer einer Option, niemals der Verkäufer. Und es ist aber sehr, sehr selten. Und das ist eben der Grund, um auf die eigentliche Frage wieder zurückzukommen. Warum werden In-the-Money-Optionen eigentlich so selten ausgeübt? Es macht aufgrund des Zeitwertes meistens wirtschaftlich keinen Sinn, das zu tun, sondern eher man verkauft die Option wieder, anstatt sie auszuüben. Oder aber man wartet eben, bis der Zeitwert weg ist, beziehungsweise hält sich eben die Wahlmöglichkeit offen, das Ganze am Ende zu tun.
Das war's für heute. Ich und mein Flipchart. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ihr könnt sie uns natürlich auch per Mail schicken, einfach an info@optionsstrategien.com und dann greife ich das hier im Kanal mit auf. Vergesst nicht, diesen Kanal mit zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Egal, ob ihr Neueinsteiger seid oder ob ihr schon länger dabei seid, wir mischen hier so ein bisschen die Themen, dass jeder was davon hat. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.